Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem anderen Spiel außer Minecraft, und zwar CSGO. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich das Spiel schon ein wenig länger spiele, und wir machen heute ein paar Cases auf. Ich denke, das ist was viele von euch interessieren wird. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Ich denke, einige von euch haben mitbekommen, wie Peter im Stream ein Bayonet Star Trek Marvel Fate in Factory nur gezogen hat. Er hat 3 Cases aufgemacht und hat ein Messer gezogen. Wir sind alle total ausgerastet. Ich packe euch den Link dazu mal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das gerne angucken. Natürlich hoffe ich auch, dass wir irgendwas Cooles bekommen. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn schon, dann schon. Wäre auf jeden Fall schön. Ich habe 10,2 Cases und als kleines Schmankerl obendrauf noch 5 von den neuen Falcon Cases. Ich hoffe, sie heißen so, von der neuen Bloodhound-Mission. Ich glaube, es heißt zumindest so. Und die machen wir zuletzt auf. Das heißt, wir fangen mit den Chroma 2 Cases an. Und wir hoffen natürlich sehr, 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 dass wir was bekommen, was sich auch lohnt. Amen, meine lieben Freunde. Amen. Vielleicht fängt es ja sogar gut an. Es fängt leider nicht gut an. Oder switcht doch rüber. Es switcht doch rüber. Es fängt sogar ganz okay an. Naja, ich sehe die Farben nicht in Factory New. Okay, die ist noch ein paar Cent wert. Natürlich sind es halt die ganzen Skins wegen dem neuen Falcon Case ein bisschen runtergegangen. Aber nichtsdestotrotz, die ist auch geil. Ich finde die Waffe cool. Also ich habe die in Star Trek, aber ich finde die auch so cool. Ich finde die ganz sexy. Auch im Factory New. Mensch, heute geht's ab, sage ich euch. Heute geht's ab. Ich muss ja sagen, ich hatte schon so ein bisschen Luck. Vor allem in der Chroma 2 Case. Also die Hyper Beast habe ich einmal gezogen. Oh, mit dieser Factory New. Oh, yeah. Galier. Oh, yes. Die Monkey Business habe ich auch, die Galier. Ja, nur das Knife leider noch nicht. Das fehlt noch so ein bisschen. Aber naja, wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann mit der Central Elite Blip im Stil. Jawohl! Die habe ich nämlich auch schon. Ist die Aufweck? Denn die ist viel testet. Okay, warte mal, was ist denn die? Ich habe doch auch eine in viel testet. Okay. Ja, okay, cool. Dann kann ich die verkaufen. Die ist auch ein bisschen was wert noch. Mensch, heute haben wir aber schon ein bisschen Glück, ne? So, meine lieben Freunde, wir müssen unser Glück ausnutzen. Man darf niemals aufhören. Never stop. Geht einfach weiter. Da ist der Algo voll dabei. Da hat er schon ein bisschen Luck. Und die sieht auch gut aus. Well worn? Well worn? Nee, Minimal Wear, ja, ich wollte schon sagen. Rebel Warren sieht die aber nicht aus. So. Da ist der Klick. Oh, da war viel Star Trek, das gerade vorbeigeflogen ist. Und eine MP7 Core. Ich finde den Skin so hässlich, ne? Ich finde den so hässlich. Na, ist das Luck vorbei, Leute? Ist das Luck vorbei? Okay, wir nehmen anderen. Nehmen wir den hier und den hier. Da muss dann was Gutes drin sein. Wir sind aufgeregt. Nochmal die Elite-Bild. Okay, ist wie gesagt auch noch ein bisschen was wert. Das hat auch die Farmer sehen können, aber egal. Nicht so schlimm. So, wir hoffen natürlich nach wie vor, dass dann in den Falcon Cases was Cooles drin ist. Wenn wir bis jetzt noch nicht so was Geiles... Ihr wisst, was ich meine. Okay, okay, okay. Es ist übrigens immer... das soll jetzt nicht irgendein Gebattle sein oder so. Aber ihr findet in der Videobeschreibung immer einen Trade-Link zu meinem Steam-Profile. Da war gerade die Stat-Track, aber okay, die Warmgold ist auch ganz cool. Oh, und die sieht, nee, in MW, okay, 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 okay. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Trade-Link zu meinem Steam-Profile. Da könnt ihr gerne mal hingehen, dann könnt ihr mir Skins, was auch immer ihr wollt, bleibt bei der AK stehen, Mann. Irgendwas traden. Natürlich kein Gescam oder so. Wenn mir jemand was schenkt, bin ich immer heilfroh darüber, aber dass ich was richtig trade, passiert nicht ganz so oft. Ich hätte nochmal die AK genommen. Ja, leider nicht ganz so der Hammer gewesen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder ein paar Cases aufgemacht, das Ganze aber nie wirklich kommentiert, aber ihr seht sie trotzdem ins Eingeblendet. So viel Spaß! Okay, hier kommt's. Ersten beiden Kisten. Easy. 12 Knives aus 12 Kisten. Rip. Rip nur 1. Christian.
Warten. Okay. Dann kommt jetzt Chroma 2. Dann kommt da halt was raus. Nein. Hier. 1 und 3. Das muss was ergeben. Komm schon. Okay. Damit kann man sich zufrieden geben. Immerhin, immerhin. So, erste und letzte. Bringt eh nichts, egal was man macht. Oh, nein. Okay, mit der bin ich auch zufrieden, die finde ich cool. Die letzten beiden. Habe ich einen Schlüssel zu wenig gekauft? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hatte noch eine Kiste. Okay. Jo, ich brauche noch einen Key mehr. Der letzte wird's dann, für den ich keinen Key mehr hab. Mann, viel Spaß. Boah, das gibt es nicht, ey, das gibt's nicht. Oh, geil. Nice. Nicht so nice. Auch nicht so nice. Wieder ganz nice. In Factory View. Epic. Jetzt kommt das Knife. Und bitte. 5-7. Letzten beiden. RIP. Und die letzte. Die siebte brauchen wir. Schade. Mann. Zum Glück habe ich verlassen. Fucking RIP. Das Motormagazin. Mann. Letztes Case. Gib mir.
okay. Ist auch okay. Okay. Not too bad. Retested. Da war die Hyper Beast. Nein. Na. Ah. Schade. So, auf geht's! 1 und 1. Gut, nur 2. Oder auch nicht. War die ganze Scheiße, ist die nicht, ne? Nicht, ne? 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 Naja. Naja, dann würde ich sagen, geht's jetzt den Fälchen Cases an den Kragen. Die letzten 5, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich hierauf, ne? Auf was anderes brauchen wir gar nicht hoffen. Auf geht's! Komm, irgendwas richtig Geiles. Die Pistole ist cool, aber nicht unbedingt was Geiles. Sie ist schön. So, aber für die anderen müssen wir jetzt noch Kies kaufen. Das machen wir einfach mal ganz kurz. 4 Stück an der Zahl. So. Dödön. Okay, okay. Und dann würde ich sagen, gib mir was, das ist Wurf. Macht doch mal ganz viel Farmers gerade gewesen. Lol. Oh, da ist so viel vorbeigeflogen. So viel Schönes vorbeigeflogen. Nochmal die Torque. Okay. Ich glaube, wir müssen die Schlüssel benutzen. Da hatten wir mehr Lack vorhin. So, Mitte und Mitte. Auf geht's. Ich habe noch kein Rot gesehen in diesem Opening irgendwie, ne? Ah, das ist auch kein Rot, leider. Also die Cases wollen anscheinend noch nicht so ganz. Aber die sieht gut aus. Die ist, glaube ich, FN, oder? Jawohl. Okay, 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 okay. Vorletztes Case. Mama mia. Komm, lass was Schönes drin sein. Die Elite-Bild. Mann, gib mir doch wenigstens ein Purple oder so. Das letzte Case, meine lieben Freunde, das letzte Case. Seid ihr genauso angespannt wie ich? Ich bin's auf jeden Fall. Es hat sich nicht gelohnt, so viel Geld auszugeben. Klick, 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 klick. Das ist nochmal die Elite-Bild. Naja. Ich habe gerade ein neues Case gedroppt bekommen. Dropped it. Und das öffne ich jetzt. Ich hoffe natürlich auf einen der geilen Skins. Vielleicht habe ich ja dieses Luck, das die Leute immer haben. Wenn sie Cases öffnen. Ja, ist okay. Ist zumindest ein geiler Pink-Skin. Ja. Geil. Okay. Nicht unbedingt gutes Zeug dabei, aber auch nicht unbedingt schlechtes. Aus den Fälchen Cases leider nur Scheiße rausbekommen. Also wirklich dreimal Blue halt. Nicht ganz so, fünfmal Blue, lol. Ja, ich meine, schade, aber kann ja mal passieren. Aber nichtsdestotrotz, komm, weißt du was, wir machen jetzt noch ein Chroma Case auf, ein normales. Chroma oder Huntsman? Chroma oder Huntsman? Ich hätte gerne ein Huntsman Knife, aber wir machen noch eine Chroma Kiste auf. Das legen wir noch oben drauf, okay? Aber das ist dann wirklich der Abschluss vom Abschluss. Go, go, Power Ranger! Vielleicht bekommen wir noch eine System Lock. Wäre jetzt anders gedacht. Okay, nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich sehr, dass euch das Case Opening gefallen hat. Wenn ja, dürft ihr mir das gerne anhand einer Bewertung zeigen. Ich denke mal, es wird ein bisschen mehr kommen. Vielleicht auch mal irgendwie Ausschnitte von Spielen oder so.
Meins war ein bisschen schade, was wir rausbekommen haben, aber naja. Macht dir nix. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, rein, habt einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.